Was passiert hier, Alter? Es ist noch mehr zu Filmmusik geworden und noch epischer. Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel BMT. Heute gibt es ja ein BMT Reacts. Wir werden heute zusammen reagieren auf I'm Not a Vampire Revamped von Falling in Reverse. Ja, die Jungs haben mal wieder einen Track am Start und sie haben ja schon The Drug in Me is You Reimagined rausgebracht. Also The Drug in Me is Reimagined hieß das kleine, ganze Ding, glaube ich. Und ja, auf jeden Fall war das ein krasser Unterschied. Das Ding war schon fast so Musical-mäßig, Alter. Es war krass aufbereitet. Für mich persönlich fand ich die Reimagined-Variante sogar besser als den Original-Track. So, keine Ahnung, die ersten Alben von Falling in Reverse klangen noch so ein bisschen ganz anders jetzt als der neue Stuff einfach. Das klang noch so ein bisschen... Boah, wie soll man das ausdrücken jetzt? Es klang so ein bisschen halt eher so... Es klang irgendwie, ich will kindlicher sagen, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber irgendwie ist das in meinem Kopf gerade so drin. Also Freunde, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also wenn ihr die alten Sachen und die neuen Sachen von Falling Reverse kennt. Und ja, jetzt sind sie irgendwie erwachsen geworden, fühlt sich zumindest so an. Seit irgendwie den Singles mit Losing My Mind, Losing My Life. Obwohl Coming Home auch schon ein bisschen erwachsen auf jeden Fall war. Aber ich finde, ich glaube, sie haben jetzt ihren Style so gefunden. Und der ist auch einfach krass und der Erfolg spricht auch für sich. Und ja, jetzt sind wir aber hier, um uns den neuen Track anzuhören. Und ich bin mega gespannt, wie der geworden ist. Ich habe schon gehört, dass das Video krass sein soll. Also ich habe schon von mehreren Leuten eine Meinung dazu gehört. Ich habe es ja selber noch nicht gesehen, noch nicht gehört. Ich habe sowohl eine sehr, sehr positive Meinung gehört, als auch eine negative. Und ich bin mal gespannt, was ich dann da letztendlich von halte, ne? Deswegen sind wir ja hier und werden uns das jetzt mal gönnen. Let's go. Es wird locker so richtig cinematic, Alter. Es ist schon wieder so richtig wie cinematic, musical-mäßig und richtig nice. Also ich finde den Style tatsächlich cool. Also ich muss zugeben, ich höre solche Songs dann nicht so mega oft. Aber wenn man die hört und sich dann richtig auch darauf konzentriert und auch mit dem Video, ist einfach ein saugeiles Zusammenspiel so. Und ja, also ich finde es bisher auf jeden Fall ganz cool. Das Video ist sowieso stark gemacht, also die ganze Produktion davon, allgemein die Produktion natürlich fett, ist man ja nicht anders gewohnt von denen, ne? Und ich muss zugeben, ich finde den Originaltrack I'm Not a Vampire gar nicht so mega fett. Ich finde den okay, aber wie gesagt, ich weiß nicht, diese ganz frühen Sachen von Falling in Reverse wirken halt so ein bisschen verspielt, bisschen kindisch, I don't know. So, und ey, jeder, der das feiert, mega cool, so gönne ich euch. Aber für mich persönlich ist irgendwie nicht so ganz der Fall. Ich finde die neueren Sachen von Falling in Reverse viel, viel cooler. Obwohl ich auch so ein paar so verspieltere Sachen von denen ganz geil finde. So zum Beispiel Game Over finde ich übelst geil. Oder Prey und auch Paparazzi oder so, die bei Coming Home, die Bonustracks, die beiden. Also das können die auch auf jeden Fall richtig gut. Aber ich feiere es auch, dass sie einfach so... Also dieser Style von Popular Monster, Drugs, I'm Losing My Mind, Losing My Mind und Losing My Life, genau. Ey, das waren einfach krasse, krasse Dinger und die haben einfach alles so getoppt, was die davor gemacht haben. Und ja, es ist aber krass, dass die nach diesem Style dann wieder in sowas gehen.
Aber ich finde es auf jeden Fall bisher nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht. Ist ja jetzt einfach nur gerade komplett episch gewesen. Es klingt einfach wie Filmmusik. Ey, crazy, crazy. Und seine Stimme sowieso ultra krass. Was der auch für eine stimmliche Entwicklung gemacht hat. Weißt du, früher war er ja schon nicht schlecht, aber was er jetzt in den neuesten Tracks raushaut, stimmlich einfach nur krank. Was passiert hier, Alter? Es ist noch mehr zu Filmmusik geworden und noch epischer. Alter, what the fuck? Ich fand das mit dem Chor auch übelst krass so, ey, what? Das ist einfach musikalisch näher an Symphonic Metal und Power Metal dran, meiner Meinung nach, als irgendwie an Metalcore oder Post-Hardcore oder was auch immer. Ja, crazy, einfach. Ohne Spaß, ein Kumpel von mir hat mir auch gesagt so, ey, wenn Ronnie nicht gerade an einem Musical schreibt, dann ist er enttäuscht. Und ich weiß, verstehe, was er meint, also. Mit dem Track und dem The Drakenbeast Reimagined. Ey, es wirkt schon so, als ob da irgendwie ein Musical draus werden soll oder so. Und es sind auch vor allem beides alte Songs von ihm. Und die Musikvideos dazu erzählen auch halt einfach eine Story, ne? Also das Ding hier ist einfach ein komplettes Storyvideo, wo du dich ja fast wie bei einem Film einfach drauf konzentrierst, ne? Deswegen ist es auch ein bisschen blöd hier zu stoppen. Aber wenn ihr Bock habt, das Ding nochmal dann komplett ohne irgendwie Pausen zu sehen, ist es natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch das nochmal geben, wenn ihr es sowieso nicht schon gesehen habt. Aber ey, jetzt würde ich sagen, geben wir uns nochmal den Rest davon. Ich bin irgendwie schon ziemlich geflasht von dem ganzen Ding hier. Einfach weil es ist voll pompös so. Keine Ahnung. Ich habe von Leuten eine Rückmeldung, also gehört, dass die den Track eher cringy finden, auch mit dem Video und so. Ich kann verstehen, wo das herrührt. Ich meine, weil das einfach. Eigentlich machen die Jungs ja ganz andere Mucke und so. Und das dann von den Leuten zu sehen, ist
kann schon wahrscheinlich ganz komisch auf einen wirken. Ich persönlich finde es aber eher cool. So, wie gesagt, das werden jetzt keine Tracks sein. Also weder der letzte noch dieser, die ich mir mega viel anhören werde oder so. Aber jetzt für den Moment, das Video zu genießen und dazu diese Mucke, finde ich schon nice. Also muss ich echt sagen. So, keine Ahnung. Klar, wenn ihr da eine andere Meinung zu habt, ist vollkommen okay. Aber ich persönlich dig das. Naja, safe. Aber jetzt weiter geht's. Auch wie dieses Video gemacht ist, in Loving Memory of Derek Jones. Alter. Was war das, Alter? Ich komme nicht klar. Ich hab schon mit was Pompösem gerechnet. Ich meine, wir haben ja The Dragon Me is Reimagined schon gehört und gesehen. Aber das hier toppt das ja nochmal so von der Pompösität. Sagt man das? Pompösität? What ist das für ein Wort, Alter? Und ja, Alter. Einfach nur abnormal krass, was das jetzt ist, so, keine Ahnung. Wie gesagt, ich verstehe, woher es rühren kann, wenn man das jetzt nicht so feiert. Aber ich muss persönlich sagen, ich finde es richtig, richtig krass. Und ich meine, Ronnie gibt ja sowieso einen Fick drauf, was andere Leute so über ihn sagen. So, der zieht sein Ding einfach durch. So, Hate macht ihm nichts. So, I don't know. Er hat ja sau viel Hate schon seine ganze Karriere irgendwie abgekriegt und der macht einfach sein Ding immer weiter. Man kann von ihm halten, was man will, menschlich. Ich kann verstehen, wenn man ihn menschlich nicht unbedingt mag. Er hat schon die ein oder andere blöde Sache gemacht auf jeden Fall, aber musikalisch, da musst du einfach den Hut vor ihm ziehen. Der macht einfach krasse Scheiße. Er macht krasse Mucke. Ist einfach so. Boah. Also ich muss persönlich sagen, ich hätte eher Bock, dass sie jetzt mal wieder so ein bisschen so Popular Monster Drugs Vibes raushauen. Hätte ich übelst Bock drauf. Aber das, was sie jetzt so machen mit diesen Reimagined Sachen, ist halt auch crazy. Also ja, Alter. Wer hätte damit gerechnet, dass sowas mal von denen kommt? So hätte das jemand vor einem Jahr gesagt, so ja, da kommt so übelst cinematische Musik. Richtig so, keine Ahnung, eher so halt symphonisches Zeug. Und das halt übelst krass. Und auch das Video, Junge, das war ja filmreif produziert. Alter, also, ey, keine Ahnung. Ich weiß auch irgendwie nicht mehr, was ich sonst noch dazu sagen soll. Ich bin einfach so ein bisschen geflasht davon. Also, keine Ahnung. Wenn das jetzt wer sieht, der es nicht feiert, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr es feiert, schreibt mir es auch gerne in die Kommentare. Aber ich muss sagen, es ist einfach crazy. Also, was die gemacht haben, daraus, ja, Respekt, Respekt. Und Freunde, wenn ihr das nochmal in Gänze ohne Unterbrechung sehen wollt, ist es natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Abgesehen davon auch mal Instagram, Spotify Playlist, wo der Track dann auch drin ist von BMT Reacts. Und sonst
Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Abo natürlich auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und aktiviert die Glocke. Die Glocke!